Hallo miteinander. Vielen Dank. Hallo liebe Jury. Ich weiß nicht, ob ihr mir das jetzt anseht. Ich bin extrem nervös, also wirklich Puls auf 180. Ich habe vorher auf dem Weg hier im Zug eine Panikattacke gehabt, kein Witz. Also weil ich auf einmal Puls auf 180, kalten Schweiß, Fingernägel kaut und mein Sitznachbar ist irgendwann so ganz entnervt gesehen, gesagt, was ist ja los, hören Sie mal auf mit dem. Und ich so, es tut mir leid, ich bin nervös. Na, so, dann kauen Sie doch Ihre eigenen Fingernägel. Ist ein Punkt, kann stören. Ja. Ich bin öfter sehr unruhig, dann hilft es mir, meine Hand zittert, ich bin öfter sehr unruhig, dann hilft es mir oft so Tierdokumentationen zu schauen, ich liebe das. Und ich habe letzte eine gesehen auf dem SRF, SRF macht die besten Dokus. Die Jury ist auch toll. Ja. Nein, die machen wirklich tolle Dokus und da gibt es ja den Basler Tierdoku-Synchronsprecher, wo die immer so toll synchronisiert und das hat schon wieder ganz spannend angefangen, nämlich so, durch Kaiserpinguin. Das hier ist doch Kaiserpinguin. Der Kaiserpinguin stammt aus der Familie der Pinguin und bildet zusammen mit dem Königspinguin eine Untergattung der Grosspinguin. Ja, dann krass spannend. Ich hätte gerne noch gewusst, um welches Tier das es geht. Aber, ja. Nein, aber es war wirklich sehr spannend. Ich habe gedacht, okay, krass, es gibt Kaiserpinguin, Königspinguin, also Pinguine leben in einer Monarchie. Okay, recht modern so. Und dann ist es noch weitergegangen, hat er gesagt, alle bisher erforschten Pinguinarten haben etwas gemeinsam. Sie leben monogam. Was bedeutet, dass sie das Leben lang den gleichen Partner haben. Und zuerst habe ich so gedacht, oh je, die sind sich ein Leben lang treu. Und dann habe ich mich gefragt, woher wissen wir das eigentlich? Also ich meine, wir beobachten jetzt nicht jeden Tag das ganze Leben einzeln. Es kann ja sein, dass der Pinguin von Natur aus einfach mega schlau ist und denkt, hey, ich betrüge meine Partnerin mal nicht, wenn da ein Kamerateam in der Nähe ist. So, ne? Dankeschön, dankeschön. Nein, ich bin großer Fan von dir. Ich finde aber auch die Beziehung zwischen Mensch und Tier spannend, also wie sich das die letzten 1000 Jahre so entwickelt hat. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel Rinder, die geben mehr Milch und Fleisch. Wir haben Bienen, die geben mehr Honig. Wir haben Hirn, die geben mehr Eier. Wir haben Tiere sogar dazu gebracht, Jobs zu übernehmen, die wir Menschen nicht so gerne machen. Und zum Beispiel Bombenspürhund oder die viele. Das kommt erst noch. Oder die vielen Delfine, die mit diesen behinderten Kindern schwimmen. Würde ich nicht mal machen, wenn man mich zahlt. Voll gemein. Nein, aber. Ja, ja. Aber bei Pinguin, was auch noch herzig ist, ist das Paarungsverhalten. Das haben sie in dieser Doku auch gezeigt, wenn zwei Pinguine zusammenkommen, laufen sie zuerst durch die ganze Kolonie, Flossen an Flossen. So alle sehen, sie sind zusammen. Und bevor sie sich paaren, stehen sie voreinander an und verneigen sich. So mega höflich, so wie Japaner, so da, da, richtig höflich. Und ja, ist schon krass. Ja. Aber wenn es ein Tier gibt, das mich am meisten beeindruckt, dann ist es der Hund. Weil der Hund hat einfach das Maximum aus seinen Möglichkeiten rausgeholt. Das ist enorm wichtig geworden in unserer Gesellschaft. Es gibt verdammt viele Arbeitsplätze für Hunde, wenn man so überlegt. Und es gibt Hundeschulen. Der Hund ist einfach das einzige Lebewesen in der Schweiz neben dem Menschen, der in die Schule geht. Und das Ding ist halt, seitdem ich das weiss, sehe ich den Hund mit anderen Augen. Also wenn ich jetzt in der Stadt den Hund sehe, denke ich so, krass, der hat einen Schulabschluss. Und es ist nicht nur so, dass sie den Schulabschluss haben, die können sich ja noch weiterbilden in allen möglichen Berufen. Teilweise haben die auch Jobs, die sau viel Verantwortung erfordern. Zum Beispiel so ein Blindenhund. Ein Blindenhund hat mehr Verantwortung als ich, definitiv. Der übernimmt den kompletten Sinn. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal ein bisschen skeptisch, weil mit viel Verantwortung erfolgt auch viel Macht. Und manchmal, wenn ich so einen Blindenhund sehe und sie Besitzer, frage ich mich so, wer von denen hat wirklich Sagen? Also klar, ich meine, der Besitzer sagt, wo er hin will, aber schlussendlich entscheidet der Hund. Also der Hund könnte sagen, no, wir gehen in den Park. So. Der Besitzer ist der letzte von allen Beteiligten, der es erfährt. Nein. Gracias. Nein, ist natürlich Spass, aber ich denke halt so, was ist, wenn du so eine mega toxische Beziehung zu deinem Blindenhund hast, so einen, der dich immer verarscht, der immer bei Rot über die Straße geht mit dir, oder so Ausländer anbellt, oder keine Ahnung, du... Oder dich in den falschen Zug gesetzt. So. Du willst auf Olten und steigst aus in Berlin-Zona. So, Scheiße.
Nein, ist schon witzig. Aber ich finde jetzt wirklich am Beispiel vom Hund, merkst du, wie wichtig Bildung ist. Habt ihr in der Schweiz jemals einen Strassenhund gesehen? Ja, nicht. Gell? Gibt's nicht. Ihr könnt nicht aufs Raff gehen, es ist kein Hund dort, die haben alle einen Job. Wirklich, ist so. Ich glaube sogar, dass das Schulsystem von so einem Hund besser ist als das von uns, weil ich weiß nicht, wie es in Zürich aussieht, aber in Basel-Stadt hat es deutlich mehr Obdachlose als Strassenhund. Manchmal siehst du einen Obdachlosen mit einem Hund, dann ist das sein Therapiehund. Der holt ihn aus der Scheiße. Ja. Nein, aber das ist schon krass, wenn man sich überlegt, wie viele Jobs es gibt. Es gibt Blindenhund, Sozialhund, Polizeihund, Spürhund, alles mögliche. Es gibt sogar Wachhund. Und das ist noch übrigens ein Funfact, wie du einen Wachhund von einem Türsteher kannst unterscheiden kannst. Habt ihr aufgepasst? Beim Wachhund weisst du, er hat einen Schulabschluss. Das war es von mir. Mein Name ist Joel Müller. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid ein tolles Publikum.